Ciao zusammen, ich bin Jürg, willkommen zu einer neuen Penalty Challenge! Fußball-WM, die dazugehörigen Predictions, wirbelt mein Uploadplan ein bisschen durcheinander. Wenn du also kein Video von mir möchtest verpassen, dann vergiss nicht, meinen Channel kostenlos abonnieren und am besten noch das Glöckchen aktivieren, damit du sofort benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video von mir online kommt. Kommen wir jetzt zurück zu unserer Penalty Challenge und die heutige Challenge kommt von Pascal HCD. Only Backhand, very cool, das finde ich auch. Und aus dem Grund starten wir die, beziehungsweise zuerst kommen wir zu der Teamauswahl und ihr wisst ja, jetzt ist wieder NHL-Teams, die angesagt sind. Und wir tun als erstes random unsere Gegner aussuchen und das sind die Winnipeg Jets. Und wir dürfen spielen mit den Nashville Predators. Geile Combo, ich freue mich auf die Challenge. Wenn du dich auch darauf freust, dann zeig mir doch, dass wir mal einen Daumen nach oben zu dem Video und wir starten jetzt. Los geht's! Nächste Versuch von uns, so. Zack, und jetzt rein. Nein! Ehlers, du machst den nicht. Nein, er macht noch den hohen Wichser! Aber jetzt kriegen wir es her mit dem Backhand. Jetzt kriegen wir es her. Zack, und rein. Nein! Nächste Versuch. Und jetzt hauen wir ihn dir rein. Zack, Pam und rein. Ja! Ah, er hebt noch! Das ist einfach scheiße. Ich muss jetzt wirklich zwei reinhauen. Wissen wir, wie schwer das ist? Tun wir es wieder einfach verkacken wieder! Einmal mehr hoffen, dass unser Goalie gute Leistung zeigt, aber er zeigt sie nicht. Damit sehe ich noch einmal! Len, du musst es versauen. Er versaut es aber nicht. Damit! Wir müssen jetzt machen und der Versuch wird klappen. Nein, haben wir Pech! Ja, wenn er den macht, war es das. Klar macht er noch. Es war zu, er macht sogar noch Backhand, der Wichser. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Jetzt, letzter Versuch, wir werden es schaffen. Schöner Save rein. Unser erster Versuch in dieser Runde und wir. Machen wir das so? Und in der Backhand. Ach, zum Glück habe ich die Regeln ausgestellt, sonst würde es nur noch Pfiff geben, weil wir es einfach verkecken mit dem Umherlaufen. Du verhaust den. Ja, bist du scheiße. Jetzt zeigen wir dir, wie man das macht. Wir zeigen jetzt dir, wie man das Ganze macht. Komm rein. Und wie wir den reingehauen haben. Richtig geil verarscht und Backhand reingetatscht. Yes. Jetzt muss eigentlich nur noch der Rinne jede Chance verwerten, bis es eben verhindern, nicht verwerten. Gegner darf nicht verwerten. Ihr wisst, was ich meine. Und wir verwerten jetzt den nächsten Versuch. Komm schon. Wenn wir die verwerten, die Chance, dann haben wir gewonnen. Nein, so schade. Hätte fast wieder geklappt. Aber eben, der Rinne muss einfach die gegnerische Chance an alle verhindern und dann gewinnen wir das. Wenn wir den machen, war's das. Hey, wenn wir den machen, dann war's das. Und wir machen es natürlich nicht. Fuck. Hey. Noch einmal zittern. Hey. Noch einmal jetzt zittern. Wenn jetzt der Rinne den hebt, haben wir gewonnen. Oh mein Gott, bitte hebt ihn. Und er hebt ihn mit einem riesen Safe. Wir gewinnen die Challenge, wenn es nur eine Chance verwertet, aber wir haben sie geschafft. Und die Chance, die wir verwerten, war richtig geil. Mir hat es absolut Spass gemacht. Wenn es auch dir Spass gemacht hat, dann zeigen wir das mit einem Daumen nach oben zu dem Video und schreib unten her. Hashtag Spass. Wenn du möchtest, dass wir mal mit einem Goalie spielen, dann schreibe ich auch unten her. Hashtag Goalie. Dann weiss ich, dass du das möchtest. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende angekommen. Und ganz am Schluss will ich noch eins wichtig sagen. Und zwar schreib mir jetzt unten rein noch deine Challenge-Vorschläge. Wer weiß, wieder kommt dein Vorschlag beim nächsten Mal dran. Ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen. Hoffe wirklich, es hat Spass gemacht. Und somit wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!